Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von dem Kanal. Ich habe euch ja vor einiger Zeit schon mal gezeigt, dass AquaEl mir das UltraScape 60 mit dem Kabinett und einem Filter geschickt hat. Und ja, heute machen wir mal ein kleines Unboxing, packen das Ganze mal aus, bauen den Schrank mal auf, packen den Filter aus und schauen mal, was das ganze Set so kann. Also, viel Spaß beim Video. So, ich würde sagen, wir fangen an mit dem UltraScape 60 mit dem Aquarium. Das ist ein 60 x 30 x 36 cm Aquarium in Ultra-White-Glas. Stoßverklebt, 65 Liter. So sieht das Ganze aus. Super schönes Maß. Wie gesagt, perfekt zum Aquascaping. Wir drehen das Ganze mal um. Hier ist der Aufkleber, der auch ablösbar ist, wenn man ihn nicht haben will. Ja, wie gesagt, das Becken ist stoßverklebt, ist auch sauber verklebt. Kann man nicht meckern. Ultra-White-Glas und wie gesagt die Maße 60, 30, 36, Standardmaß zum Aquascaping. Schönes Aquarium. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Lampe an, die dabei ist bei dem Set. So, die Beleuchtung haben wir hier drin. Lasst euch bitte hiervon nicht irritieren, mein Tattoo wurde halt nachgestochen, deswegen habe ich hier eine Folie drüber. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist leider gerade nicht anders möglich. So, das ist die Beleuchtung. Wir packen die mal komplett aus und bauen die mal zusammen. So, erstmal zu der Beleuchtung. Also wir haben hier an LEDs, das sind so Tubes, da sind insgesamt 3 Stück drin. Pro LED-Tube sind es 10 Watt, also 30 Watt. Zweimal im Plant und einmal in Sun, die ja, ausreichend Licht auf jeden Fall für das Aquarium machen. Das Ganze ist übrigens Design von Michael Adamek, meinem polnischen Aquascape-Kollegen. Der hat das Ganze entworfen und mit AquaEl entwickelt. Also schaut unbedingt mal bei Michael vorbei. Vielleicht könnt ihr euch da ein bisschen inspirieren lassen. Der hat nämlich auch wunderschöne Becken bei sich im Laden am Start, wo man sich gut inspirieren lassen kann. So, wir bauen das Ganze jetzt hier mal zusammen. Ich muss selbst mal schauen, wie das aufgebaut wird. Also wir haben jetzt 2 Befestigungspunkte für diese Aufhängung hier. Die Aufhängung wird dafür hier so reingesteckt. Und dann kommen diese Halter, glaube ich, hier oben rein. So, also wie gesagt, diese Aufhängungen hier, die kommen hier rein, werden hier reingeschoben. Wir machen die mal so ziemlich weit runter. Wir brauchen nicht so viel Spielraum. So. Dann hängt das Ganze schon mal so einigermaßen frei. Und dann kommen hier diese Halter dran. So, ich musste gerade noch ein bisschen umbauen. Jetzt haben wir auf jeden Fall diese Brücke hier fertig. Jetzt machen wir nochmal die Kabelführungen rein. Ich muss echt sagen, ist ein bisschen umständlich. Bisschen Gefummel, aber okay, mal was anderes. Diese Aufhängungen kommen dann wieder hier rein. Hat natürlich den Vorteil, dass man sich die Lampe nochmal in der Höhe verstellen kann, so wie man sie braucht. Aber ich finde, eine normale Lampe jetzt auch getan, die man einfach draufsetzt. So, jetzt bin das Ding hier rausgerutscht. Gut. Also im Zusammenbau von der Lampe gibt es ein paar Minuspunkte. Sage ich euch ganz ehrlich, hätte man auch einfacher lösen können. Aber okay, dafür machen wir das hier. Ja. So, jetzt haben wir das Ganze hier so aufgehängt, wie wir es haben wollen. Jetzt kommt noch hier die Abdeckplatte drüber, dass das Ganze hier oben zu ist. Gerade ist es auch. Ja, und dann haben wir hier noch die ganzen Kabel runterhängen. Ist ein bisschen störend, aber AquaEl hat da mitgedacht und hat so eine Kabelführung mitgeliefert. Das heißt, die Kabel können wir später zusammenführen und können die dann in einem Stück runterführen. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir die jetzt mal aufs Aquarium drauf und schauen mal, wie es aussieht. So, also auf dem Aquarium sieht das Ganze dann so aus. Wie gesagt, man hat jetzt noch die Möglichkeit, die Lampe hier noch zu verstellen. Entweder höher oder niedriger auf diesem, ja, auf dieser Leiste hier. Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Idee. Wie gesagt, der Zusammenbau, ja, gibt ein bisschen Punktabzug in der B-Note. Aber ansonsten, ja. Macht einen massiven Eindruck, ist auch fest. Dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze leuchtet. So, dann schalten wir jetzt mal die Beleuchtung an. Ah, das erste ist die Sun. Die hatte 3 Stufen. Einmal nur blaues Licht, also Mondlicht. Einmal nur weißes. Und einmal weißes und blaues. So, dann machen wir mal voll an. Dann haben wir die Plant. Die hat nur eine Stufe. Die hat rot, blau und weiße LEDs. Und die andere natürlich auch. Also aber von der Lichtausbeute her ist es auf jeden Fall genug. Wenn man mal schaut, Das langt auf jeden Fall. Ich zeige es euch mal von unten. Also wir schalten nochmal alle aus. Da haben wir die Sun. Die hat, wie gesagt, einmal blaues Licht, einmal nur weißes Licht und einmal voll, also weiß und blau. Dann haben wir Blend Nummer 1 und Blend Nummer 2. Ja, von der Farbwiedergabe her geht das auf jeden Fall auch fit. Das sehen wir dann, wenn wir das Becken einrichten, wie das von der Farbe her sich bemerkbar macht. Aber ja, macht schon mal einen massiven Eindruck. Und dann haben wir natürlich noch die Kabelführung. Ja, wie gesagt, hier haben wir noch die Kabelführung, die machen wir jetzt hier dran. Ist auf jeden Fall praktisch, dass man nicht so viel Kabel darunter hängen hat. Aber wie gesagt, mir wird es besser gefallen, wenn man vielleicht das Ganze hier kombiniert und hier vielleicht eine Lochbohrung macht und dann ein Kabel zusammen schon führt, dass man nicht so viel Gefummel hier hat. Aber okay. So, jetzt nochmal ein Fazit zu dem Set, weil das gibt es ja auch nur mit Lampe und Aquarium, so wie es jetzt hier steht, für um die 200 Euro. Also die Lampe, die Idee ist cool mit der höhenverstellbaren Variante hier, mit der Aufhängung. Das Ganze macht einen massiven Eindruck, ist auch alles aus Metall, oder? Müsste Alu sein. Hier unten ist das Plastik, ja, aber ist wahrscheinlich auch besser, weil sonst macht man hier Kratzer in die Glaskanten rein. Ja, der Deckel hier hätte ein bisschen besser gelöst sein können. Der ist einfach nur draufgelegt. Ja, okay, von der Lampe, sagen wir mal, ist verbesserungsbedürftig. Da kann man aber trotzdem bei dem Preis nicht meckern. Von der Beleuchtungsstärke her ist es meiner Meinung nach ausreichend. Das werden wir aber probieren im Laufe der Testphase. Wir werden das Aquarium noch einrichten. Ja, aber ansonsten von der Optik her, wenn man jetzt hier davor steht, finde ich es eigentlich ganz cool. Also es hat was mit dieser Aufhängung. Wie gesagt, ein bisschen besser verarbeitet, dann wird es die volle Punktzahl geben. Aber so von der Idee her ist es auf jeden Fall cool, dass man diese Höhenverstellung hier hat. Und ja, von der Optik ist es eigentlich auch okay. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ihr müsst halt bedenken, es ist ein Komplettset mit Beleuchtung und Becken für um die 200 Euro. Ich finde, dafür ist es auf jeden Fall angemessen. So, und jetzt bauen wir mal den Schrank auf. So, den Schrank habe ich mir überlegt, bauen wir hier draußen auf. Hier ist mehr Platz und es ist schönes Wetter. Also es ging jetzt erstaunlich schnell, halbe Stunde habe ich gebraucht. Normalerweise Schrank aufbauen ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde, aber der war echt easy aufzubauen und ist auch von der Verarbeitung her super. So Freunde, und hier ist das Set jetzt nochmal in komplett. Wie gesagt, Lampe ist ein bisschen ausbaufähig, kann man noch was dran ändern theoretisch, dass es ein bisschen besser verarbeitet ist. Aber von der Grundidee hier mit der Höhenverstellung ist auf jeden Fall geil, gefällt mir. Lichtstärke ist meiner Meinung nach auch genug, das werden wir noch ausprobieren, weil wir werden das Becken auf jeden Fall auch noch einrichten. Das Glas vom Aquarium auch super verarbeitet, gefällt mir, sehr gut. Dann, Unterschrank, einmal Schlauchführung auf der linken Seite, hinten offen, auch gut. Dann hier rechts nochmal eine Öffnung für Schläuche oder für Kabel und hier hinten auch nochmal, also ist auf jeden Fall praktisch gemacht. Dann haben wir hier Magnetverschlüsse mit Push to Open. Nicht wundern, der Boden hier ist nicht ganz gerade, deswegen wackelt es hier ein bisschen. Die Füße kann man aber auch nochmal verstellen, also man kann es ausgleichen. Also alles in allem, ja, gefällt mir. Ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Set findet. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir noch zum letzten Part, zum Filter. Da muss ich dazu sagen, ich habe den AquaEl Ultramax 600 bekommen, mit diesem Set hier zusammen. Habe den 600er aber an mein 90p gebaut, weil ich das Becken schon vorher eingerichtet habe und mit dem Filter laufen lassen habe. Ich werde den 600er natürlich auf das Becken hier machen und den 1500er an mein 90p. Aber wir packen jetzt im Video den 1500er aus, weil ja, wie gesagt, der 600er ist schon am 90p verbaut. Das 90p zeige ich euch aber auf jeden Fall, sobald ich darf, sagen wir es mal so. Jetzt packen wir erstmal den Ultramax 1500 aus und gucken uns mal an, was der so kann. So, dann würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus. Das ist ein Plug-and-Play-System, das heißt, ihr kauft das Ding, holt den ganzen Kram hier raus, inklusive des Filters. So, also der Filter hat auf jeden Fall ein nices Design, also schön schlicht schwarz. Zu öffnen geht er ganz einfach mit diesen Schnappverschlüssen hier. Und hier nochmal so ein Sicherheitsverschluss an der Seite. Dann kann man den Kopf abnehmen. Im Inneren haben wir dann mehrere Filterkassetten. Hier müsst ihr immer darauf achten, bevor ihr den in Betrieb nehmt, erstmal das Filtermaterial auszupacken. Und Filterwolle für den Vorfilter, also für den Feinfilter eher gesagt. Und dann hier Biofiltermedium. So, wenn wir alle Filtermedien drin haben, können wir den Kopf wieder aufsetzen. Das Gute hier dran ist, man hat hier nochmal einen separaten kleinen Vorfilter im Kopf drin, der halt das ganze Wasser nochmal filtert, bevor das Ganze in den Filter überhaupt reinläuft. Das hat der 600er nicht, aber wie gesagt, dafür der hier. Doppelte Sicherung. So. Also wenn ihr nur den Vorfilter wechseln wollt, vorne die Klappe ab. Also die großen Dinger hier auf und dann kann man den Vorfilter wechseln. Das hier ist die Kartusche. Kann man auch ein feines Filtervlies reinmachen, wenn man will. Das kommt hier vorne rein. Zack. Zu. Und fertig. Dann haben wir noch eine kleine Besonderheit. Auf jeden Fall Silikonfett dabei, falls mal irgendwas mit den Dichtungen ist. Und diesen Ansaugkorb, den ich bis jetzt auch noch nie vorher irgendwo gesehen habe. Schön flach für eine Rückwand. Eigentlich perfekt. Werden wir beim nächsten Video uns nochmal genauer anschauen. Wenn wir das Becken einrichten und ich den Filter an mein 90p mache und, den 600er hier an das Becken, dann zeige ich euch mal, wie das genau funktioniert. So, was noch geil ist an dem Filter ist, man hat eine super einfache Entlüftung. Das heißt, man schließt das Ding wirklich an. Pumpt hier 2-3 Mal, habe ich bei dem 600er festgestellt und zack, das Ding läuft voll und läuft. Also einfacher als bei den Konkurrenzprodukten auf jeden Fall. So Freunde, das war's mit dem kleinen Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war nicht zu kurz. Also ich wollte euch einfach nur mal die Produkte an sich zeigen, bevor wir das Becken anfangen einzurichten. Das machen wir nämlich in einem der nächsten Videos. Hardscape habe ich schon besorgt, also ihr könnt auf jeden Fall mal gespannt sein, wird was richtig Geiles. Ja, also Endfazit auf jeden Fall, die Filter von AquaEl. Also wie gesagt, den 600er habe ich ja schon ausprobiert, an meinem 90p. Feiere ich komplett, ultra leise, ultra leicht zu bedienen. Wirklich Power ohne Ende, die Dinger. Und vor allem dieses Schnellstartsystem, also dass man einfach 2-3 Mal da dran zieht, die Dinger laufen voll und laufen direkt. Feiere ich auf jeden Fall richtig, ja. Wie gesagt, die Filter, super top. Bei dem Becken, das Glas auch super top. Bei der Beleuchtung, ein bisschen Punktabzug wegen der Verarbeitung. Aber alles in allem ein geiles Set. Der Schrank auch super geil. Feiere ich auf jeden Fall wegen dem schlichten Design und wegen den ganzen Öffnungen. Links, rechts, hinten und überall. Also alles in allem sehr coole Sachen, was AquaEl da auf den Markt gebracht hat. Wie gesagt, in einem der nächsten Videos werden wir jetzt hier das 60er einrichten. Und ja, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung über den Filter, auf den wir auf jeden Fall nochmal eingehen werden, wenn wir das Becken hier einrichten, weil da werde ich einen 600er darunter holen, der eigentlich auch für das Becken hier ausgelegt ist und werde euch den nochmal komplett zeigen. Wie gesagt, jetzt in dem Video konnte ich leider nur den 1500er vorstellen, der dann an 90p kommt. Ich hoffe, ihr habt verstanden, warum. Der läuft jetzt schon und ich habe keinen Bock, den jetzt gerade abzubauen. Das muss alles ja, in Ruhe passieren, weil ich musste die Filtermedien auch wechseln, weil das Becken ja jetzt schon läuft und die Filtermedien müssen dann hier rein, die anderen müssen da rein und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Ja, auf jeden Fall, alles in allem, geile Produkte. Ich feiere es komplett und ja, eure Meinung ist gefragt. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr die Sachen findet und die Links, wo ihr die Sachen zu kaufen bekommt, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Drückt auf die Glocke, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn wir das Ding hier einrichten. Und ich sag, tschüss, macht's gut.